Der Filmemacher Jean-Luc Godard ist tot. Er gilt als einer der bedeutendsten Regisseure der Filmgeschichte. Godard wollte Kinokonventionen brechen und radikal anders sein. Er drehte mehr als 60 Filme und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem einen Ehren-Oscar und die Goldene Palme Spezial in Cannes. Der französisch-schweizerische Regisseur wurde 91 Jahre alt. Stehen bleiben oder ich schieße! Atemlos, innovativ, anders. Es war Jean-Luc Godards erster Erfolg, der das Kino nachhaltig veränderte. Der Gangsterfilm Außer Atem mit dem damals noch unbekannten Jean-Paul Belmondo. Godard, einer der größten Vertreter der Nouvelle Vague, mit einer radikalen Bildsprache und am liebsten ohne Drehbuch. Für ihn waren Regeln nur dazu da, um sie zu brechen. Seine Devise: das Gegenteil von dem machen, was andere erwarten. So ist's gut. Je weiter weg, desto besser. Moteur. Für weltweite Aufmerksamkeit sorgte sein Film Le Mépris, die Verachtung. Mit Brigitte Bardot und ihrer legendären Nacktszene mit Michel Piccoli. Et mon visage. Godards spätere Werke wurden keine großen Kassenschlager. Zu intellektuell, zu rätselhaft, zu wenig Mainstream. Dennoch produzierte er insgesamt mehr als 60 Filme. Fernsehen erzeugt Vergessen. Kino erzeugt immer Erinnerungen. Godard, der an zahlreichen Krankheiten litt, hat Beihilfe zum Suizid in Anspruch genommen. Er starb in seinem Haus in der Schweiz im Kreise seiner Familie. Präsident Macron würdigte ihn in einem Tweet als nationalen Schatz mit dem Blick eines Genies. In den USA sind die Emmy Awards für die besten Fernsehserien des Jahres vergeben worden. Unter anderem wurde die Sängerin Lizzo für ihre Reality-Serie Watch Out for the Big Girls ausgezeichnet. Als bestes Drama wurde die Mediensatire Succession geehrt, die in insgesamt 4 Kategorien abräumte. Der Preis für die beste Comedy-Serie ging erneut an Ted Lasso, die Geschichte eines US-Football-Trainers, der ein britisches Fußballteam übernimmt. Und Squid Game-Hauptdarsteller Lee Jung-jae aus Südkorea wurde zum besten Dramaschauspieler gewählt, als erster nicht englischsprachiger Darsteller überhaupt.